Grüezi, Servus und Hallo. Ja, und auch in der Schweiz gibt es Kriminalfälle und ich fange hier heute mal mit einem an, der es richtig in sich hat. Das Ganze wird in Frauenfeld, in der Hauptstadt von dem Kanton Thurgau, verhandelt. Der Prozess hat letzte Woche begonnen, aber unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Da geht es um die verdeckten Ermittler. Mit allen Beteiligten, Zuschauer und Presse ging es gestern los. Und nächste Woche am Montag, den 4. März, wird das Urteil erwartet. Und da werden wir da natürlich nochmal weiter berichten. Ich versuche euch heute ein bisschen durch die Fakten zu führen, was denn wann da war und das Ganze möglichst chronologisch, dass sich jeder so ein bisschen ein Bild machen kann. Das Ganze fand statt, zumindest wurde die Leiche entdeckt, am Barchetsee. Das ist eben in Thurgau, aber auch an der Grenze zum Kanton Zürich. Die Tat war 2017 und am 13. Dezember 2017 hat der Pächter von diesem See die Leiche entdeckt. Die Leiche ist hochgeschwemmt worden. 3 Tage vorher ist dann die Leiche versenkt worden. Die Polizei und der Spurensicherung hat keine Schleifspuren am Tatort entdeckt und geht davon aus, dass es 2 Täter waren, die das zusammen gehoben und getragen haben. Oder sie haben wie am Vatertag, oder er hat wie am Vatertag einen Bollerwagen gehabt, womit er es zum Ufer gefahren hat. Nein, Spaß beiseite, da hätten wir ja Reifenspuren. Also man geht wirklich von 2 Tätern aus. Leider konnte man diese erstmal nicht ermitteln. Das Ganze ist ja jetzt schon über 16 Jahre her. Im Jahr 2022, nämlich am 16. März, wurde das in der deutschen Sendung Aktenzeichen XY ungelöst ausgestrahlt. Und diese Leiche, an deren Bauch war befestigt ein Betonklotz, ca. 31 Kilogramm schwer. Wie sich dann herausgestellt hat, wahrscheinlich auch mit Hilfe der Sendung Aktenzeichen XY ungelöst, wurde diese in Deutschland am Sperrmüll entsorgt. Und wahrscheinlich hat dieser Betonklotz das Ganze auch so ins Rollen gebracht. Natürlich lassen die sich da jetzt nicht viel näher drauf ein. Ich sage aber immer wieder, je mehr du am Tatort inszenierst und machst, umso eher fällt dir das im wahrsten Sinne des Wortes auf die Füße. Und hier war es wahrscheinlich der Betonblock. Den hat wahrscheinlich jemand erkannt, der ist recht markant, könnt ihr ja mal sehen. Und so kam das Ganze dann. Die 2 Tatverdächtigen wurden von verdeckten Ermittlern, in Deutschland sagt man auch V-Manner, man weiß jetzt nur nicht, ein verdeckter Ermittler ist in meinen Augen ein Polizeibeamter. Ein V-Mann ist eher ein Polizei, einer, der der Polizei Auskünfte gibt, oftmals auch aus dem kriminellen Milieu, um eine geringere Strafe zu erhalten. Also ist von einem richtig externen V-Mann die Aussage oft nicht so super wertvoll, finde ich jetzt vor Gericht, und von einem angestellten Polizisten, verdeckten Ermittler natürlich schon sehr. Diese haben aber natürlich einen Tag vorher ausgesagt, weil wenn es verdeckte Ermittler sind und die in der Öffentlichkeit, dann sind es danach nur noch Ermittler. Aber interessant wäre es halt schon. Die 2 Beschuldigten soll sich einer den verdeckten Ermittler, dies wurden ja observiert und eine Telefonüberwachung etc., soll sich denen offenbart haben. Die hatten auch ein freundschaftliches Verhältnis, hat dann der Ermittler eben aufgebaut, hat dann erzählt, dass es 10.000 Franken dafür gegeben hätte. Er hätte mit der und der Pistole erschossen und konnte auch das Kaliber ganz genau benennen, wo dann natürlich die Polizei sagt, das ist Insiderwissen, das wusste man so nicht. Deswegen sagt ja auch die Polizei immer, es ist eine laufende Ermittlung, da können wir nichts sagen. Der Prozess hat eben in dieser Kantonalhauptstadt Frauenfeld stattgefunden und findet immer noch statt. Und in dem Gericht haben sie das noch zusätzlich ausgelagert in das Hotel Domizil, wo dann die Presse und die Zuschauer das Ganze verfolgen kann. Die Zuschauer und die Presse mussten ihre Mobiltelefone abgeben und die Presse sollte am Anfang auch noch ihre Notebooks, ihre Computer abgeben. Da haben sie interveniert und da hat man sich darauf geeinigt, dass die Kamera und die Mikros abgeklebt werden. Also das Gericht möchte da wirklich schon das Ganze transparent machen, möchte aber nicht, dass da Ton- und Bildaufnahmen vom Prozess entstehen. Was noch ganz wichtig und interessant ist, ist, in der Schweiz sind solche Prozesse online sehr transparent zu verfolgen, wann was verhandelt wird, gegen wen, außer natürlich den Namen, den benennen sie nicht. Ich kann euch jetzt hier auch mal so praktisch das Menü reintun, was so die nächsten Tage vor Gericht zu erwarten ist. Und am Montag, eben am 4. ist dann das Urteil zu erwarten, wo wir uns spätestens wiedersehen. In Aktenzeichen XY ungelöst ging es erst, glaube ich, um einen unbekannten Mann. Später wusste man, es ist ein 27-jähriger Ägypter, der heißt Karm Ahmed.
Und der ist nicht ganz unbekannt der Polizei, weil er wohl ein Drogenkurier war und ein illegales Taxi gefahren hat. Er hat, glaube ich, von einem Spielcasino die Besucher zu einem Bordell gebracht, natürlich ohne Gewerbeanmeldung, und hat da auch noch die Leute anscheinend mit Drogen versorgt oder Drogen miteinander kutschiert. Also er war nicht ganz unbekannt. Und dieser Ägypter hatte damals eine Frau. Die Frau war mal gerade doppelt so alt wie er. Und die soll er wohl oft verprügelt haben. Das wird jetzt auch ganz interessant, denn die Indizien oder die Geschichte, die die Polizei jetzt hier herausdestilliert hat, ist, dass die Frau die Buchhalterin war von einem der zwei Beschuldigten, einem Schweizer mit tunesischem Background. In seinem Lokal hätte sie die Buchhaltung gemacht und hätte praktisch geklagt, dass der Typ sie halt immer verprügelt. Und sie wollte auch, dass irgendwie, ich glaube sogar Deutschland ihm kein Asyl gibt, sondern dass der weit wegkommt und, eben weil sie eine massive Angst vor ihm gehabt haben. Das ist so die Vorgeschichte des Motivs. Dann hatte der 63-jährige Angeklagte noch einen Komplizen, einen 59-jährigen Italiener, der auch in Deutschland, sagen wir, U-Haft, hier heißt Sicherheitshaft in der Schweiz, im Gericht und somit natürlich auch im Gefängnis Frauenfeld sitzt. Das ist ganze jetzt so anderthalb Jahre sitzt der schon. Und der hätte die Tat auch ausgeführt. Aber da gehen wir jetzt Stück für Stück durch. Der 63-Jährige hat einen Schweizer Pass, ist ein Gastronom und wie gesagt, die Frau hat in seinem Betrieb die Buchhaltung gemacht und da haben sie sich kennengelernt. Wahrscheinlich hätte sie dann auch gesagt, dass das eben die große Problematik ist. Jetzt sagt natürlich die Verteidigung, dass 10.000 Franken ja wohl völlig uninteressant wären für den Gastronom und den anderen, da einen Mord zu begehen. Mich wundert es aber immer wieder, dass bei diesen Auftragsmorden immer die 10.000 Euro und die 10.000 Franken da im Raum stehen. Ich finde es auch ein bisschen günstig. Naja, sei es drum. Dann wurden die halt überwacht. Man hat in dem Auto auch DNA von einem der zwei Beschuldigten gefunden, aber der Rechtsanwalt sagt natürlich, nur weil der im Vorfeld mal das Auto vom Beschuldigten benutzt hat oder gesessen ist, wäre es nicht Beweis genug. Ja, ein Beweis ist es nicht, ein Indiz ist es ja wohl. Was auch noch sehr interessant ist, der Fiat Uno mit so einem seltsamen Flammendekor, sehr auffällig an der Seite. Und da konnte ich mich tatsächlich als fleißiger Aktenzeichen XY ungelöst Zuschauer auch vage daran erinnern, dass das mal vorgestellt worden ist. Der Anwalt von einem der zwei Beschuldigten, Markus Oertle oder sogar Dr. Markus Oertle, ist ein Strafrechtler aus Zürich. Er möchte, dass sein Mandant sofort freigelassen wird, freigesprochen wird und denkt, dass das ein Mafia- oder Bandenmord wäre und mit seinem Mandanten nichts zu tun hat. Der 59-jährige Italiener äußert sich auch gar nicht zur Sache. Dann sagte der Anwalt, das ist jetzt wieder für die Deutschen sehr interessant, er soll nicht nur freigelassen werden, sondern er soll 20.000 Franken sofort und pro Hafttag 200 Franken bekommen. Das wären dann 112.200 Franken. Ja, wie schon gesagt, in Deutschland heißt es U-Haft, hier heißt es Sicherheitshaft. Und jetzt wieder das Interessante, in Deutschland sind diese Entschädigungen viel niedriger. In der Schweiz geht es los bei 100 Franken bis 300 Franken. Wahrscheinlich richtet es sich nach dem Einkommen. Keine Ahnung, weil ich vielleicht mal recherchieren, extra Film machen. In Deutschland kannst du seit 2020 bis zu 75 Euro Haftentschädigung bekommen. Ich sage immer dazu, minus Essen und Verpflegung. Und vorher war es noch geringer und es gab doch am Tegernsee diesen sogenannten Badewannenmörder, der es dann ja doch nicht war, ne, der Hausmeister vom Opfer. Und der hat bekommen für 13 Jahre Haft 368.000 Euro. Das geteilt durch die 13 Jahre, durch die ganzen Tage, kommen wir auf eine Haftentschädigung pro Tag von 77 Euro. Schweiz bedeutend höher, geht es ab 100 los. Vor 16 Jahren hat das Ganze angefangen. Die Täter hatten eine Telefonüberwachung bekommen. Es gab eine DNA-Spur im Auto. Die Aussagen haben zumindest die von dem einen sehr verdächtig gemacht. Und die Frau, die das Ganze initiiert haben soll, ist aber mittlerweile eines natürlichen Todes gestorben. Das heißt, sie kann man jetzt nicht mehr heranziehen und von ihr kriegt man natürlich auch keine Aussage mehr. Die vermeintlichen zwei Täter sollen ihn, den Ägypter, das Opfer, unter dem Vorwand eines Drogengeschäftes mitgenommen haben in Waldrand, nicht weit weg vom See. Und als er beim Pinkeln war, also hat sich praktisch umgedreht, dass er am Baum pinkeln kann, hat der 59-Jährige, jetzt 59-Jährige, damals war er ja 16 Jahre jünger, in den Rücken geschossen mit der besagten Pistole, mit dem besagten Kaliber.
Daran ist er aber nicht gestorben, nur verletzt und hat versucht, sich 20 Meter davon zu entfernen. Sind sie natürlich nach und als er dann am Boden lag, hat er dann nochmal einen finalen Kopfschuss bekommen, an dem er dann verstorben ist. Dann haben sie ihn in eine Plastiktüte eingewickelt, ins Fahrzeug gelegt, zu diesem See gefahren, versucht am Bauch mit diesem Betonklotz, der wohl schon vor Ort war, der schon bereit lag, also eine geplante Tat, nichts aus dem Affekt, in dem See zu versenken. Das hat wohl nicht so gut gehalten, weil nach spätestens 3 Tagen ist er aufgetaucht, deswegen hat der Pächter vom See dann den Leichnam auch gefunden. Ich denke, das ist ultra interessant, das ist spannend, wie es ausgeht. Es ist doch auch nur ein Indizienprozess, keine krasse Beweise derzeit, aber es macht natürlich sehr großen Sinn, wie die Geschichte erzählt wird. Ich halte euch auf dem Laufenden und ich fieber auch schon richtig auf den nächsten Montag, wenn es die Urteilsverkündung gibt und auch die Begründung der ganzen Geschichte. Ich freue mich auf alle, die zuschauen. Vor allem begrüße ich die Schweizer Zuschauer. Sagt nochmal ein herzliches Grüezi wohl. Und ihr dürft mir auch gerne ein kostenloses Abo dalassen und wir sehen uns die Tage wieder. Ich sage wie alleweil Ade.